Ja, mein Name ist André Rockli, ich bin Grossrat Kanton Bern und habe heute an diesem Hackday dürfen zwei Challenges präsentieren. Und zwar die erste, dort ist so ein bisschen darum gegangen, wer sitzt eigentlich in diesem Grossen Rat? Das ist sicher auch spannend für die Wählerinnen und Wähler, wenn sie sehen, welche Berufsgruppen drin sind, was für Leute das da mitmachen in diesem Grossen Rat. Bei der zweiten Challenge, dort ist es ein bisschen darum gegangen, was haben wir für ein Gedächtnis? Und zwar ist die Herausforderung, ich habe eine gute Idee, für ein Geschäft zu präsentieren, ein Geschäft, eine Motion einzureichen. Und cool wäre für uns, und das würde die Arbeit viel effizienter machen, wenn wir die Möglichkeit hätten, auf eine schnelle Art und Weise herauszufinden, zu was hat es schon Vorstösse gegeben, zu was hat es schon Motionen gegeben. Meine Motivation an diesem Hackday mitzumachen ist, den Prozess der Digitalisierung zu unterstützen, bei uns im Amt besser zu arbeiten mit den Daten, die zur Verfügung stehen. Ich erwarte, dass wir hier auf einen pragmatischen Weg zu einer Lösung kommen für eine Fragestellung, die auch andere haben. Ich bin an die Hackdays gekommen, um Erfahrungen zu sammeln, für Neues zu lernen und neue Leute kennenzulernen und vor allem um Challenges anzuschauen und zu meistern. Meine Motivation war, dass ich sehr gerne fachübergreifend arbeite, mich sehr gerne auf Challenges einlade, neue Sachen lerne und auch mit anderen Leuten in Kontakt komme. Was ist speziell an diesen Data Hack Days hier in Bern? Erstens mal ist es eine kantonale Verwaltung, die diese Hack Days hosten und veranstalten. Und zweitens, sie finden hier in dem Rathaus statt, in einem Parlamentsgebäude. Das hat es bis jetzt in der Schweiz ganz sicher noch nie gegeben. Und ich hoffe sehr, dass das Schul macht, dass das natürlich weitergeht. Die Zusammenarbeit in unserem Team ist so ein bisschen entlang im Prozess Warming, Storming, Forming, Performing vor sich gegangen. Es waren verschiedene Leute drin, externe, kantonsinterne. Aber wir haben sich sehr gut inhaltlich ergänzt. Also ich bin sehr zufrieden mit unserem Resultat, weil es eine Aufgabenstellung ist, die der Gesetzgeber hier vor anderthalb Jahren ins Gesetz über die zentralen Datensammlungen geschrieben hat, nämlich, dass wir Bürger selbstständig über eine Applikation unsere Daten beim Kanton Bern einschauen können. Wir haben jetzt ein Konzept und der Projektauftrag steht hier schon. Open Data, das sind Behördendaten, die nicht personenbezogen sind, nicht sicherheitsrelevant, aber einen grossen Nutzen haben. Und darum öffnen wir sie öffnen und können in diesem Sinn genutzt werden von ganz vielen unterschiedlichen Leuten und Firmen. Nach der Data Hack Days hier in Bern können sehr gut kantonale Ämter, Bundesstellen ihre Daten nächsten Frühling bei mir in die Vorlesung bringen. Dort werden dann Studierende auch wiederum die Daten visualisieren und so kreative, interaktive Apps entwickeln.